26, 27, 27, 5, 29, 29 plus. Also die Reifengrößen gibt es unendlich viele mittlerweile. In diesem Video geht es um das Thema Reifengrößen bei Mountainbikes. Ja, früher war es einfach, da gab es 26 Zoll Reifengröße, mehr nicht. Verschiedene Reifenbreiten gab es noch, aber mittlerweile ist der Markt ja wahnsinnig vielseitig geworden. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es für verschiedene Reifenbreiten und Reifengrößen sozusagen auf dem Markt momentan häufigst gibt. Früher gab es 26 Zoll. Mittlerweile gibt es kein 26 Zoll mehr, es ist eigentlich ausgestorben. Ja, wir finden es noch bei ein paar Randgruppen, bei Jugendrädern finden wir es noch, aber 26 Zoll als Reifengröße im Mountainbike-Bereich ist eigentlich vom Markt verschwunden. 27,5 und 29 Zoll ist momentan so das Maß der Dinge. Wir haben hier zwei Räder und man sieht das vielleicht ein bisschen im Video, 29 Zoll ist deutlich größer als 26 Zoll, ja, wie die Zahl sozusagen auch sagt. Aber warum sollten wir 27,5 und wann sollten wir 29 Zoll nehmen? Also wie kann ich jetzt auswählen, was meine richtige Reifengröße ist? Geht es nach der Körpergröße oder geht es vielleicht eher so nach dem Anwendungsprofil? Was sind denn die Unterschiede? Schauen wir das mal an. Also 27,5 ist natürlich kleiner als 29 Zoll von der Reifengröße. Wenn wir also jetzt halt über ein Schlagloch drüber fahren oder ein Schlagloch kommt auf der Straße und wir fahren mit dem Laufrad darauf zu, dann sinkt 27,5 mehr in das Schlagloch ein als 29 Zoll. Ja, weil einfach das 29 Zoll weniger Aufstandsfläche auf der Straße hat. Also merken wir das Schlagloch bei 29 Zoll nicht weniger als bei 27,5. Kommt natürlich immer ein bisschen auf das Schlagloch drauf an. Aber im Normalfall sinkt ein 29 Zoll nicht so ein wie ein 27,5. Das heißt, 29 Zoll ist erstmal um einiges laufruhiger als 27,5. Aber dafür ist es meistens nicht ganz so flippig, nicht ganz so wendig wie ein kleineres Laufrad. Es gibt also Vor- und Nachteile für die jeweilige Kategorie. Kommt es auf die Körpergröße an? Von der Optik vielleicht ein bisschen. Natürlich schaut es komisch aus, wenn eine große Person ein kleines Laufrad hat oder eine kleine Person ein großes Laufrad hat. Ja? Aber rein von der Körpergröße ist es eigentlich unabhängig. Was für einen Einfluss hat die Laufradgröße jetzt auf das Fahrverhalten? Es ist ein sehr großer Einfluss, aber natürlich hat auch der Rest des Fahrrades, also die Fahrradgeometrie, die Länge der Kettenstrebe, die Länge der Sitzstrebe, die Ausgewogenheit des Fahrrads auch einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie flippig oder laufruhig das Mountainbike fährt. Jetzt hat es nicht wirklich weitergeholfen. Wann wählen wir jetzt was? 27,5 oder 29 Zoll? Wir empfehlen seit 2-3 Jahren eigentlich folgenden Vorschlag. Wenn du ein Hardtail hast und eher auf Touren unterwegs bist, empfehlen wir dir 29 Zoll. Wenn du ein Fully hast und eher im Tourenbereich unterwegs bist, Richtung schon vielleicht ein bisschen mehr Richtung Berge, schon mehr Richtung Trails, dann würden wir 27,5 empfehlen. Wenn du jetzt im Cross-Country-Bereich unterwegs bist, also wirklich ambitionierter, sportlich ambitionierter, da ist momentan 29 Zoll eigentlich als Maß der Dinge. Im Downhill-Bereich, da ändert sich das gerade ein bisschen, da 27,5, jetzt gibt es auch die ersten 29 Zoller, um ein bisschen laufruhiger am Berg runterzufahren, aber das ist eher so eine Randgruppe, auf die müsste ich näher eingehen. Sprich, im normalen Fully-Bereich, also hinten und vorne gefedert, 27,5 und im Hardtail-Bereich 29 Zoll. Warum? Schauen wir uns nochmal die beiden Laufräder hier an. Ja, das heißt, wir haben das kleine und das große Laufrad, das sind jetzt hier beides Hardtails. Und wenn wir jetzt ein Hardtail fahren, haben wir so oder so nur die vorne die Federung, also hier die Federgabel im Fahrrad. Und den Rest der Stöße, der Farbenunebenheiten musst du mit dem Körper abfedern. Wenn du jetzt ein größeres Laufrad hast, dann ist das Fahrrad insgesamt ruhiger und du musst weniger selbst arbeiten. Das heißt, wenn du jetzt einen Berg runterfährst mit einem größeren Laufrad, ist es insgesamt ein viel, viel ruhigeres Fahrverhalten als mit einem kleineren Laufrad. Wenn du aber jetzt einen Fully hast, dann haben wir ja ein Fahrwerk. Ja, das heißt, wir haben ja vorne und hinten Federelemente, die den Job haben, das Laufrad auf dem Boden zu halten und die Farbenunebenheiten, Schlaglöcher, Wurzelpassagen für dich abzufedern. Das heißt, wir brauchen nicht mehr die Laufruhe über das Laufrad,
sondern wir können uns die Laufruhe über das Fahrwerk holen, wenn das Fahrwerk gut gemacht ist. Wir haben aber dann durch die kleinere Laufergröße ein etwas flippigeres, wendigeres Fahrrad und können sozusagen beide Vorteile miteinander kombinieren. Das heißt, wir haben im Fully-Bereich dann die kleineren Laufräder und das Fahrwerk und haben damit ein wendiges, agiles, aber doch laufruhiges Fahrrad für die Berge. Und im Hardtail haben wir dann 29 Zoll mit der Federgabel vorne und größeren Laufrädern. Das ist unsere Empfehlung. Es gibt natürlich, also wenn du kannst über Laufräder wahrscheinlich Stunden diskutieren und wenn du 10 verschiedene Leute fragst, also 10 verschiedene Meinungen, entscheidest, dass du mit dem Ding Spaß hast und dass du dich wohl drauf fühlst. Also fahr es einfach mal Probe und schau, was dir besser gefällt. Rein von der Körpergröße, natürlich haben wir ein bisschen das Optische, aber es gibt auch Fahrradhersteller, die haben spezielle Rahmen gebaut für die jeweiligen Laufradgrößen, sodass die Körpergröße eigentlich keinen großen Unterschied macht. Und denk mir mal an früher zurück, da war es egal, wie groß du warst, weil es gab nur 26 Zoll, ja, und da war es völlig Wayne, ob du jetzt 26, also wie groß du warst, wir sind alle 26 Zoll gefahren. Von daher will ich mich da von der Körpergröße her ein bisschen loslösen. Es gibt ein paar Fahrradhersteller, die machen die Rahmengröße je nach Laufradgröße, aber das sind wirklich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Jetzt habe ich noch ein Laufrad da drüben stehen, das ist 27,5 Plus. Das heißt, wir kombinieren jetzt die normale 27,5 Laufradgröße mit breiteren Reifen, ja? Also deutlich breiteren Reifen. Das finden wir momentan vor allem im E-Bike-Bereich und gibt dem Fahrer die Möglichkeit, noch komfortabler und einfacher zu fahren, weil natürlich das größte, das breitere Laufrad, also die breiteren Reifen, deutlich komfortabler zu fahren ist, mehr Grip hat, das kann mit weniger Luftdruck gefahren werden. Und im E-Bike-Bereich müssen wir auch den erhöhten Rollwiderstand dann nicht selber treten, weil der Motor ja da ist. Aber es schaut schon ein bisschen fast Richtung Motorrad aus, ja, ist ein bisschen Geschmackssache, aber es gibt unheimlich viel Sicherheit beim Fahren, unheimlich gutes Gefühl, unheimlich viel Grip beim Fahren und kann richtig, richtig viel Spaß machen. Auch hier gilt, einfach mal ausprobieren, testen, selber fahren und schauen, ob es dir gefällt oder nicht. Wir haben durchaus den einen oder anderen Kunden, der 27,5 plus nimmt, weil er sich einfach sicherer, wohler drauf fühlt, weil das Ding rollt einfach stabil über den Trail und man muss sich weniger Gedanken machen über den Grip. Ja, Laufergrößen als ersten Eindruck im Mountainbike-Bereich. Wenn du Fragen hast zum Thema Laufergrößen, dann schreib es gerne in die Kommentare unten rein. Man kann natürlich stundenlang drüber sprechen. Es wird bestimmt einen oder anderen geben, der sagt, nein, das sehe ich völlig anders. Schreibt in die Kommentare rein, lasst uns eure Meinung hören, dann gehen wir gerne darauf ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen oben da und abonniert den Channel, weil wir werden noch viele weitere Videos machen und ihr dann nichts verpassen. Also, bis dann.